In diesem Videotutorial zeige ich, wie man ein solches GIF erstellen kann mit der App PoCreate. Diese lässt sich auf iOS herunterladen im App Store. Gut, ich erstelle ein neues Projekt und zeichne zuerst eigentlich die Hintergrundebene, die sich später weniger verändern wird als der Mond, der um diese Kugel herumfährt. Ja, ich weiß, es ist keine richtige Darstellung der Erde und des Mondes. Es soll ja auch nur eine Übung sein, wie man ein GIF erstellen kann mit ganz viel Bewegung drin. Jetzt ganz wichtig, bevor ich den Mond zeichne, muss ich eine neue Ebene erstellen und den Mond eben auf diese zweite Ebene zeichnen. Sobald ich die zweite Ebene gezeichnet habe, mache ich jetzt eine Gruppe aus diesen zwei Ebenen, indem ich auf Kombinieren klicke. Jetzt sind diese beiden Zeichnungen, also die Erde und der Mond, in dieser neuen Gruppe drin. Ich dupliziere die Gruppe, indem ich sie nach links ziehe und dort auf Duplizieren klicke. Dann kann ich die alte Gruppe ausblenden und die Änderungen an der neuen Gruppe vornehmen. Das mache ich jetzt einige Mal, ungefähr 20 Mal, damit ich eine schöne fließende Bewegung erhalte. Ich achte auch darauf, dass der Mond ein bisschen größer ist, wenn er vorne ist, das heißt beim Betrachter weiter vorne, und ein bisschen kleiner, wenn der Mond hinter der Erde ist. Und dort wechsle ich auch die Ebenen, das heißt, dass zuerst der Mond zu unterst ist, damit auch die Erde eigentlich vor dem Mond angezeigt wird. Jetzt lasse ich alle Ebenen anzeigen und kann sie so noch ein bisschen feinjustieren. Monde, die zum Beispiel am falschen Ort sind, kann ich jetzt noch neu platzieren und sonstige Verbesserungen vornehmen. Als Abschluss möchte ich das GIF exportieren. Hierfür gehe ich auf Aktionen und als animiertes GIF exportieren. Hier sehe ich noch eine Vorschau der Animation und mit Exportieren kann ich entscheiden, wo ich das fertige Produkt dann abspeichern möchte. Das kann ich in den Fotos machen und von dort aus an die gewünschte Stelle schicken. Im zweiten Teil dieses Videos werden wir uns noch einige Verbesserungen überlegen. Wie könnte man die Animation ein bisschen besser gestalten und was wäre eigentlich noch spannend hier einzubauen. Zuerst blende ich alle Gruppen ein und möchte jetzt die Sterne im Hintergrund einfügen. Hierfür wähle ich eine helle Farbe aus und zeichne einige Punkte, 7 bis 10 Punkte pro Folie mit der Erde drauf. Ich zeichne immer ein bisschen andere an anderen Stellen und mit einem anderen Druck, damit das auch ein bisschen funkelnd aussieht. Eine Vorschau beim Exportieren zeigt, dass das schon ganz nett aussieht. So, jetzt möchte ich den sehr realistischen Schatten des Mondes, der auf der Erde zu sehen ist, zeichnen. Und dafür blende ich zunächst alle Monde aus, die vor der Erde stehen, damit ich auch immer die Erde sehe, auf der ich gerade zeichne. Dann fange ich ganz rechts an, zeichne dort einen Schatten und blende den nächsten Mond ein, der ein bisschen weiter links steht, zeichne einen weiteren Schatten ein und so weiter. Das mache ich für alle Monde, die vor der Erde eigentlich stehen. Und hier haben wir auch wieder ein Zwischenresultat, das speichere ich mal, damit ich auch ein bisschen den Prozess sehe, dieses GIFs. Übrigens, bevor ich größere Arbeiten mache, erstelle ich eigentlich immer eine Sicherheitskopie, indem ich schnell in die Galerie zurückgehe, dann das Projekt auswähle und das ganze Projekt dupliziere. Wenn jetzt etwas nicht funktioniert oder nicht gut aussieht, kann ich immer noch auf die ältere Version des Projekts zurückgreifen, ohne alles nochmals löschen oder rückgängig zu machen. Als Abschluss mache ich noch zwei Sachen. Ich füge Sterne ein, die über einen längeren Zeitraum sichtbar sind, das heißt über 4, 5, 6 Gruppen oder halt Bilder dann. Dafür wähle ich immer die Erde aus und zeichne immer genau an der gleichen Stelle den Stern ein bisschen leichter am Anfang, dann ein bisschen stärker. Und was ich dann auch noch mache, ist einen Kometen, der von der oben rechten Ecke nach unten links fliegt. Und auch hier zeichne ich einfach jeweils einen Teil des Komets auf der Ebene mit der Erde. Und das ist eigentlich keine Hexerei mehr. So, das wär's auch. Den Hintergrund mache ich noch ein bisschen dunkler. Das sieht meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Und dann exportiere ich noch das fertige Produkt.
Und das wäre schon die ganze Hexerei. Viel Spaß beim Erstellen von GIFs und schickt mir eure Produkte, falls ihr etwas erstellt, was ihr schön findet. Ich würde mich sehr freuen, auch noch ein paar Beispiele, andere Beispiele als meine eigenen zeigen zu können. Danke und bis bald.